Hi Leute, ich habe insgesamt 34 Saugroboter selbst getestet und etliche mehr auf Messeständen untersuchen können. Es hat sich so unfassbar viel getan und viele Zuschauer fragen immer wieder nach einem Ranking oder können sich nicht entscheiden, was nun der beste Saugroboter für sie ist. Ich kann das sehr gut verstehen. Im letzten halben Jahr wurde man quasi erschlagen mit extrem guten Modellen, die sich in Reinigungsleistung. Wir gehen mal ganz kurz durch. Auf Softwareseite dazu kam der Raumplanmodus, die Mehrkartenspeicherung, intelligente Wasserpumpen und die Teppicherkennung beim Wischen. Sprachsteuerung wurde ausgebaut, die Roboter wurden smarter und leiser. Ganz neue visuelle Technologien kamen dazu und verbessern dadurch den Reinigungsalgorithmus. Visual Slam wird das dann genannt oder EchoWax nennt das Ganze IV-Technologie. Also Gegenstände können per Kamera erkannt und zugeordnet werden. Das ist ein gewaltiger Sprung. Drehen wir die Zeit jetzt einfach mal ein Jahr zurück, als noch die Chaos-Roboter ihre Runden gedreht haben. Randomisiert und im Zickzack-Modus, also ohne Plan. Und die werden übrigens von vielen auch heute noch gekauft, weil oft blind der Amazon-Bestseller-Liste vertraut wird. Ja, dann kam die Giro-Navigation. Das waren dann so erste smarte Schritte mit einem kleinen Rollmessinstrument. Die Firma Tessor hatte hier mit dem günstigen X500-Modell einen sehr großen Erfolg. Die Generation 3 waren dann aber die wirklich smarten Geräte, also mit Lasernavigation bzw. Laserraumerkennung. Bis heute ist das die überlegene Technologie, die erkennt ihr immer an dem kleinen Turm auf dem Roboter. Der Hype hat dann auch eher zugenommen als abgenommen. Also immer mehr Haushalte können sich vorstellen, Tätigkeiten wie Saugen und Wischen an einen Roboter abzugeben. Und wer einen hat, der bleibt auch dabei. Zu großes Komfort und Zeitersparnis, die so ein guter Saugwischroboter bieten kann. Ja, ich habe mich das ganze Jahr mit Saugrobotern beschäftigt. Für mich stellt sich nicht nur die Frage nach dem besten Gerät, sondern mich interessiert auch der Aspekt der Preis-Leistung. Bei dem Test habe ich mich so entschieden, den Faktor Preis-Leistung dann entscheidend zu berücksichtigen, sofern ein erheblicher Unterschied feststellbar ist. Denn bei Saugrobotern ist es wie beim Autokauf, der Jahreswagen macht in aller Regel mehr Sinn als ein Neuwagen. Alles, was neu und modern ist, kostet dementsprechend auch mehr. Ja, hier meine aktuellen Top 5 Geräte mit Wischfunktion. Im Anschluss ans Ranking spreche ich über Roboter, die die Top 5 knapp verpasst haben, als auch meine Empfehlung für die besten Roboter ohne Wischfunktion. Viel Spaß! Tja, der Osmo 950. So nervös wie bei diesem Modell war ich zuletzt beim Launch des Roborock S6. Was dieses Modell außergewöhnlich macht, ist, dass es das einzige Topmodell mit Mehrkartenspeicherung ist. Für Haushalte mit zwei Etagen die klare Nummer 1. Der Osmo 950 hat eine extrem hohe Verarbeitungsqualität. Optisch ist das die Pole Position. Die App kann elektronisch per Wasserpumpe gesteuert werden. Das Modell ist führend in der Teppicherkennung. Deutsche Sprachausgabe ist 1A. Wir haben No-Go-Zonen, wir haben No-Mop-Zonen, wir haben Reinigungszonen. Der hat eine Hybridfunktion, die erlaubt es gleichzeitig zu saugen und zu wischen. Der Roboter kann sich auch relokalisieren und die Reinigungsleistung ist eine Klasse für sich. Trotz dieser Innovation und Überzeugungskraft hat mich eine Sache enttäuscht, und zwar die Wischleistung. Die gefällt mir leider nicht. Gleichmäßiges streifenfreies Wischen war leider nicht möglich. Beim Preis von aktuell 600 Euro muss ich dazu beanstanden, dass der Bumper zu oft verwendet wird und die Reinigung einzelner Räume aktuell noch nicht in den Reinigungsplan integriert werden kann. Für viele ist der Osmo 950 der beste Roboter. Gemessen am recht hohen Preis erwarte ich aber eine Reinigung ohne Kompromisse. Es ist ein toller Roboter, in meinen Augen aktuell leider nur Platz 5. Der Viomi V2 ist sicherlich der Überraschungskandidat in einem Top-Ranking. Für mich das am meisten unterschätzte Modell auf dem gesamten Saugrobotermarkt. Der kann fast alles, was die bekannten Modelle können. Er hat mit 2150 Pascal die beste Saugkraft und ist in der Reinigungsleistung auf Top-Niveau. Die Wischfunktion ist ein einziger feuchter Traum mit einstellbarer Wassermenge. Der hat eine geniale Kanten- und Möbelreinigung, stößt nirgendwo so wirklich an. Die Viomi-App ist intuitiv und anschaulich mit No-Go-Zonen und Reinigungsbereichen, allerdings ohne Raumplanmodus. Der Roboter lässt sich aber auch in Xiaomi's Mi Home-App einbinden und hier gibt es leider ein Problem. Die App ist wesentlich schlechter als die Viomi-App und ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, warum sich der V2 nicht durchgesetzt hat. Ohne die Viomi-App wird nicht deutlich, was das Modell alles drauf hat. Das Gesamtpaket ist für 300 Euro sehr überzeugend und dem technisch besseren, aber doppelt so teuren Osmo 950 vorzuziehen und auf dem gleichen Level wie der 360 S6 und Roborock S5. Auf Platz 3 ein erneutes Hallo an meinen ehemaligen Top-Favoriten. Der 360 S6 ist eine absolute Preis-Leistungsbombe. Wer die Firma nicht kennt, 360 kopiert auf clevere Weise die Roborock-Geräte, aber so gut, dass in der Leistung kaum oder kein Unterschied feststellbar ist. Gleiche Motoren, gleiche Saugleistung und so weiter. In der Wischleistung war das Modell sogar gründlicher und die 360-App sieht etwas ansprechender aus. Was dieses Modell so unfassbar attraktiv macht, ist der Preis. Der war immer schon 50 bis 100 Euro unter Roborock angesiedelt, also keinesfalls schlechter als der direkte Konkurrent Roborock S5. Ich hatte auch mal einen großen Vergleich der beiden Modelle gemacht. Schaut da unbedingt mal rein, falls ihr euch für diesen Roboter interessiert. Mit einem Preis von knapp 300 Euro gehört dieser Saugroboter zu dem Besten, was man in Preis-Leistung erwarten kann.
Dem Nachfolger 360S7 ist der S6 deutlich vorzuziehen und der 360S5 lohnt sich nur dann, wenn ihr an einer Wischfunktion kein Interesse habt, denn die ist beim S6 richtig gut. Ja, beim Roborock S5 ist vor allem spannend, dass er stark im Preis nachgelassen hat. Ich habe ihn über ein Jahr persönlich aktiv und regelmäßig genutzt und was mir letztendlich so dermaßen imponiert hat, ist, dass er nicht einmal auch nur ansatzweise irgendein Problem gehabt hat. Der hat also konstant seine Leistung abgerufen und da ich mich tagtäglich mit Saugrobotern befasse, weiß ich, dass es keine Ausnahme ist, sondern vielen Zuschauern genauso geht. Roborock scheint das Prädikat für Qualität und Zuverlässigkeit am ehesten zu beanspruchen. Mein Vertrauen in Roborock ist etwas größer als das Vertrauen in die für mich gesichtslose Firma 360. Durch diese Konstanz hat sich meine Meinung leicht geändert und ich bevorzuge aktuell den Roborock S5 äußerst knapp vor dem 360 S6. Der S5 ist übrigens der Saugroboter, der rückblickend den größten Eindruck hinterlassen hat, und zwar aller Saugroboter. Testsieger Roborock S6. Und ich musste echt überlegen. Letzten Endes, wenn ich mir offen und ehrlich die Frage stelle, welches Modell habe ich am liebsten in der Wohnung stehen, dann ist das der Roborock S6. Das ist meine persönliche Nummer 1. Aus ähnlichen Gründen wie auch beim S5 mag ich, dass das eine zuverlässige, smarte Maschine ist, die läuft und läuft. Mit dem Modell hat man in der Regel keinen Ärger, aber man genießt hohen Komfort und die bekannte Roborock-Qualität. Dennoch war es sehr knapp und was mich etwas geärgert hat, ist, dass sich der groß angekündigte Roborock S6 nicht so gravierend vom S5 unterschieden hat. Zumindest in der Hardware haben wir die gleiche Saugleistung, wir haben den gleichen Motor. Immerhin wurde die Lautstärke deutlich reduziert. Auf Softwareseite ist dann aber ein faszinierender Raumplanmodus dazugekommen. Der S6 erkennt Räume und teilt die automatisch ein. Es gibt nicht viele Roboter, die darüber verfügen. Also der Osmo 930 und der 950 kann das, als auch der 360 S5 und S7. Besonders genial ist aber, dass diese gezielt in den Reinigungsplan übernommen werden können. Also extrem komfortabel und die um 50% reduzierte Lautstärke in Kombination mit einer herausragenden Gesamtleistung in Saug- und Wischfunktion machen das Modell für mich aktuell zu dem besten Saugwischroboter 2019. Der Vorsprung dieses Modells ist allerdings nur minimal, denn es ist Luft nach oben. Der Roborock S6 speichert beispielsweise nur eine Karte und hat keine smarte Wischfunktion. In der Preis-Leistung sehe ich das Modell übrigens auch nicht vorne. Finanziell würde ein Roborock S5, ein 360 S6 oder Wyomi für 2 mehr Sinn machen. Aber wenn ihr auf Qualität steht und da 100-200 € mehr für zahlen wollt, dann bietet der Roborock S6 wohl das ansprechendste Gesamtpaket. Ja, es gibt noch eine ganze Menge Roboter, die für dieses Ranking in Frage kommen könnten. Die meisten Testberichte habe ich ja auf Kanal 2 hochgeladen. Nennenswerte Topmodelle wie der iRobot S9 kosten ja in etwa das Dreifache, also 1.500 € mit Absaugstation, unterscheiden sich aber nicht maßgeblich von den genannten Top-Robotern. Der hocherwartete 360S7 konnte dagegen nicht so überzeugen wie das Vorgängermodell. Der hat einige schlechte Kritiken bekommen und der hat auch die eine oder andere Verschlimmbesserung. Ich fand den eigentlich ganz in Ordnung, aber ich habe mich auch etwas geärgert, dass der in der Bauhöhe höher war als der S6 und die Sensoren reagieren wohl auch empfindlicher auf Sonnenlicht. Dann von mir noch ein großes Lob an Eufy, die haben mit dem L70 Hybrid ein unerwartet tolles Modell rausgebracht, bei dem ich so gut wie gar nichts zu kritisieren hatte. Definitiv wäre das ein Kandidat fürs Ranking gewesen, nur hat sich der Hersteller hier leider für einen UVP von 500 € entschieden und das war mir persönlich mit Blick auf die starke Konkurrenz etwas zu hoch gegriffen. Stark empfehlenswert sind dagegen sowohl der Xiaomi Mi Robot 1S als auch der 360 S5. Diese Modelle dürften in einer Top 5 eigentlich auch überhaupt nicht fehlen. Ich erwähne die aber separat, weil beide über keine Wischfunktion verfügen. Der Mi Robot 1S navigiert unglaublich beeindruckend, quasi ist das ein Roborock S6 ohne Wischfunktion, hat aber eine Schwäche und das ist die Kantenüberwindung. Der 360 S5 dagegen ist ein unfassbarer Flitzer, der klettert über alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also die beiden Modelle wären meine Empfehlung für einen reinen Saugroboter. Ja, allgemein würde ich sagen, war das Saugroboterjahr 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Markt ist gesättigt mit extrem guten Saugrobotern. Die Preis-Leistung stimmt deswegen auch bei den meisten Geräten, nicht bei allen. Zwischen 300-600 € kosten die Spitzenmodelle. Ihr könnt auch 900-1500 € für ein Vorwerk- oder iRobot High-End-Modell bezahlen. Aber in dem Punkt habe ich eine klare Meinung. Mehr Leistung, abgesehen von den Features wie einer Absaugstation, bekommt ihr in dem Fall auch nicht. Ja, ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Ich gehe gern auf Rückfragen und euer Feedback ein und würde mich insbesondere auch freuen, wenn ihr von euren Erfahrungen berichtet. Welches Modell hat euch überzeugt? Was haltet ihr von den genannten Saugrobotern hier? Ich danke euch fürs Reinschauen, wünsche euch eine tolle Woche und alle Infos zu den Geräten, die Einzeltests und so weiter sind in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao.